Im heutigen Tutorial zeige ich euch den Aufbau einer Rotorenfabrik, in dem Fall 112,5 Eisenerz rein und wir bekommen am Ende 10 Rotoren pro Minute raus. Der Aufbau ist recht simpel, wenn ihr den Blueprint runterladen möchtet, unten in der Videobeschreibung ist der Link und dann wünsche ich euch viel Spaß. In der ersten Ebene beginne ich mit den 1 Meter Fundamenten. 1 Meter Fundamente deswegen, dass ich später hinaus in sämtliche Fabriken, egal was für eine Bodenhöhe ich habe, integrieren kann. Dann brauchen wir natürlich noch ein In- und Output. Wand mit Förderbanddurchführung auf der linken und rechten Seite und weil wir später natürlich noch in die Fabrik rein wollen, eine Tür. Wo, ist ziemlich egal. Da wir in der ersten Ebene nichts anderes machen als Eisenbarren schmelzen, brauchen wir natürlich entsprechend Schmelzöfen, 4 Stück insgesamt. Ich habe die mittig auf den Fundamenten ausgerichtet. Ende ist es egal, wo sie stehen. Die müssen natürlich noch gefüttert werden mit Förderbandsplitter. Der Input sollte natürlich von unten kommen, darauf achten. Und da wir von der Menge über 60 sind, nehmen wir die Förderbänder MK2. Jetzt stellen wir noch die Schmelzöfen ein. Wir brauchen Eisenbarren und am Ende sind es dann 93,7667%. Wir brauchen nämlich 28,13. Ja, blöde Zahl, ich weiß. Aber einmal eingegeben und kopiert, können wir das entsprechend bei jedem Schmelzofen einfügen. Jetzt müssen wir die Eisenbarren noch zusammenführen. Der entsprechenden Förderbandfusionator. Der Ausgang kommt dann nach oben. Beim zweiten auch nach oben. Und beim letzten nach rechts weg, um das Ganze in die zweite Ebene zu führen. Verbinden es nochmal mit, ja, ein bisschen genauer zielen, Förderbänder MK2. Und die Verbindung machen wir, sobald die Wände und das Fundament der zweiten Ebene stehen. Für die Wände nehme ich zweimal 4 Meter Wände, einmal eine 1 Meter Wand und zu guter Letzt kommt dann das Fundament obendrauf. Sind Wände und Fundamente gesetzt, soll das ungefähr so aussehen. Dann geht es weiter mit der Durchführung für den Lift später hinaus für unsere Eisenbarren. Setzen wir einmal hier nach oben. Und da wir am Ende das Ganze, die ganzen Rotoren nach unten bringen wollen, setzen wir noch eine Fundamentdurchführung nach unten. Den Zugang in die zweite Ebene verschaffen wir uns über diese Platte hier. Um das Ganze optisch noch ein bisschen schöner zu machen, nehmen wir noch Halbfundamente und schließen dieses Loch ein bisschen. Und da wir unten ja noch die Durchführung nach oben brauchen, haben wir uns noch aufgehoben für diesen Abschnitt, nehmen wir Förderbandlifte 2, schauen, dass der Input natürlich entsprechend gegeben ist. Und verbinden das Ganze nochmal mit einem Förderband. In der zweiten Ebene beginnen wir auch wieder mit einem Förderlift. Um die ganzen Eisenbarren hochzubekommen und weiter zu verarbeiten zu Eisenstangen. Dafür brauchen wir 3 Konstruktoren. Ich habe das unten an der Linie ausgerichtet. Also genau in der Mitte vom ersten Fundament. Mit Steuerung kann man das Ganze dann auch entsprechend fixieren, dass wir immer den gleichen Abstand haben. Auch nicht großartig dann rumprobieren müssen. Und dann passt es schon ziemlich gut. Jetzt setzen wir noch die Förderbandsplitter hin, dass die auch alle versorgt werden und verbinden das Ganze wieder mit MK2 Förderbänder. Darauf achten, dass der Förderbandlift auch mit dem ersten Splitter verbunden ist. Macht er leider so nicht automatisch bei der Entfernung. Jetzt konfigurieren wir noch die ganzen Konstruktoren. Das wird jetzt ziemlich teuer. Wir brauchen nämlich 3 Energiefragmente, also insgesamt 9 an der Zahl in dieser Ebene. Wenn das zu viel ist, der macht einfach die Hälfte draus. Dann haben wir einen Output am Ende von 5 pro Minute. Das ist auch noch ziemlich viel. Ich zeige nur, was maximal hier in dieser Fabrik möglich ist. So, jetzt müssen wir natürlich die ganzen Konstruktoren noch zusammenführen, um dann die Eisenstangen in die nächste Ebene zu bringen. Einmal die ganzen Förderbandfusionatoren hinsetzen, verbinden mit den einzelnen Konstruktoren. Und dann haben wir da Teil der zweiten Ebene schon und den Förderbandlift machen wir dann, wenn wir in der dritten Ebene angekommen sind. Auch hier wieder für die Wände 2x 4 Meter Wand, einmal eine 1 Meter Wand und an der 1 Meter Wand kommt das nächste Fundament. Nach dem Setzen der Wände und Fundamente soll es am Ende so aussehen. Wir haben wieder 2 Durchführungen, einmal Rotoren von der dritten Ebene nach unten in die erste und von unten die Eisenstangen nach oben. Um später hochzukommen, haben wir diesmal dieses Feld, das wir bearbeiten. Auch da wieder Halbfundamente rein, einfach nur, dass es optisch einen Tick besser aussieht. Und dann verbinden wir natürlich noch die zweite mit der dritten Ebene.
Haben wir der Förderbandlift. Und Förderbänder. Ah, hat er das so schon gemacht? Okay, in dem Fall hat er sich schon verbunden. Sehr schön, können wir es uns sparen. Je nachdem, wo ihr das hingesetzt habt, nochmal vergewissern, dass auch wirklich der Output gegeben ist. Der dritten Ebene beginnen wir auch wieder mit dem Förderlift, um die ganzen Stangen hochzubekommen, um Schrauben draus zu machen. Dafür brauchen wir natürlich drei Konstruktoren. Die sollten so platziert werden, dass wir ganz links noch Platz haben, um ein Förderband durchzuführen, da wir ja Schrauben und Stangen zusammen für die Rotoren benötigen. Auf die rechte Seite kommt dann entsprechend der Fabrikator. Und die ganzen Rotoren werden am Ende über den Lift nach unten gebracht. Jetzt füttern wir natürlich noch unsere Fabrikatoren. Na, ein Splitter reicht in dem Fall. Und verbinden das Ganze dann nochmal mit Förderbänder. Und diesmal, wie gesagt, setzen wir hier hinten noch ein Förderband entlang, dass dann die restlichen Stangen nochmal in unseren Fabrikator bringt. Jetzt müssen wir die ganzen Schrauben, die hier noch produziert werden, mit in den Fabrikator geben und dann wären wir auch schon soweit fertig. Dafür nehmen wir wieder Förderbandfusionatoren. Einmal nach oben weg. Einmal nach rechts weg. Jetzt aufpassen, wir haben am Ende 84 Schrauben. Dementsprechend brauchen wir natürlich MK3-Bänder. Und die restlichen können wir mit MK2 füllen. Oder ihr macht sie komplett mit MK3, wie ihr Lust habt. Hauptsache, am Ende sind die MK3-Bänder, dass wir auch wirklich die ganzen 84 Stück, habe ich gesagt, die wir brauchen, da reinkriegen. Das Ganze ist dann 210%. Nur wehrt das sich gerade ein bisschen. Und hier haben wir am Ende die Rotoren. Und da wir 10 Stück wollen, brauchen wir die komplette 250%. Ja, das sind sehr viele Energiefragmente. Ich sag, sollte es zu viel sein, einfach die Hälfte nehmen, kriegt ihr immer noch 5 pro Minute raus. Das ist die maximale mögliche Output hier für diese Fabrik. Und zu guter Letzt fehlen nur noch die Wände. Am Ende haben wir 3 4 Meter Wände und eine 1 Meter Wand. Und in dem Fall habe ich dann die Fundamente 1 nach unten gesetzt, einfach, dass das Dach ein kleines bisschen hübscher aussieht. Auch das überspringe ich wieder. Wie gesagt, einfach die Wände und die Böden setzen und gut ist. Jetzt fehlen noch die letzten Verbindungen. Um es einfacher zu zeigen, habe ich vorne einfach einen kleinen Durchbruch gemacht. Wir müssen nämlich jetzt natürlich noch die Rotoren, die wir oben hergestellt haben, nach unten führen. Wir binden also 2 Förderbandlifte entlang der Durchführung, die wir ja schon bereits platziert haben. Jetzt brauchen wir noch einen Weg nach oben. In dem Fall habe ich mich für Laufstege entschieden. Wir beginnen hier mit einer Treppe. Das Setzen ist manchmal nicht so einfach. Direkt vorne an die Kante. Danach kommt ein Laufsteg gerade. An dem Laufsteg eine Kurve nach links. Von der Linkskurve direkt wieder eine nach rechts. Dort dann wieder eine gerade. Nun setzen wir von oben noch die Treppe nach unten. Und von unten dann nochmal entgegen nach oben. Dafür nehmen wir eine Straßensperre. Jetzt müssen wir genau zielen, dass er auch tatsächlich die Treppe dort ansetzt. Da haben wir sie. Setzen einmal eine Treppe von unten nach oben. Jetzt haben wir die Durchführung von der zweiten in die dritte Ebene beendet. Wir müssen jetzt nur noch die Ebene 2 mit der 1 verbinden. Hierzu auch wieder Laufsteg, Treppen nach unten. Und unten müssen wir jetzt wieder ein bisschen tricksen von der Höhe her, indem wir Straßensperren nehmen und da einfach eine Treppe dran setzen.
Straßensperre löschen. Und wir haben den Durchgang von der ersten Ebene in die zweite und direkt von der zweiten dann über die Laufstege in die dritte. Fehlt nur noch die Stromverteilung. Hierfür nämlich ein zweiseitiger Wandstromverteiler. Setzen wir aber noch weitere auf die zweite und dritte Ebene. Dass ich dann schon weiß, wo die einseitigen hin müssen, ich später nicht nochmal nachzählen muss. Ersetzt jetzt, damit diese zwei Nubbels draußen verschwinden. Die zweiseitige mit einseitigen. Und verbindet die dann in einer Linie von oben nach unten, beziehungsweise von unten nach oben. Und habe somit in jeder Ebene einen Wandstromverteiler. Und letztendlich muss ich jetzt nur noch die Kabel hinführen, wie ich Bock habe. Ich benutze immer sehr viele Wandstromverteiler, einfach nur um das an der Wand entlang zu führen. Und dann von irgendeiner Wand, die nah am Gerät ist, das Stromkabel hinzusetzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, verteilt es, wie ihr lustig seid. So könnte das am Ende dann aussehen. Das Ganze für jede Ebene. Und dann wären wir auch schon durch. Ganz zum Schluss natürlich noch die Stromversorgung anschließen. Förderband MK2, um mit Eisenerz zu füttern. Und dann beginnt auch schon die Produktion. Da wir direkt die Verteiler oben gesetzt haben und es nicht exakt verteilt wird, dauert es ein bisschen, bis wir auf die 10 pro Minute kommen. Um das Ganze zu beschleunigen, können wir in die Konstruktoren schon 200 Eisenstangen reinschmeißen. Dann ist er schon überfüllt, führt die entsprechend weiter. Hinten bekommt der Fabrikator schneller die Eisenstangen und wir kommen dann schneller auf die 10 pro Minute. Oder wir warten einfach, funktioniert am Ende auch. Also wenn es passiv irgendwo läuft, ein bisschen Zeit vergangen ist, haben dann unseren Output von 10 pro Minute. Ich hoffe, das Tutorial hat euch weitergeholfen. Wenn ihr den Blueprint runterladen möchtet, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Abo, auch über einen Kommentar würde ich mich freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei einem anderen Tutorial.